Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei The Dropper 2, dem dritten Part davon. Und wir haben das letzte Mal diesen Baum bezwungen, kann man sagen. Und dann habe ich ja angeblich so auf diesen Knopf gedrückt, aber es ist nichts passiert hier. Ganz einfach, aber es sollte was passieren, nämlich wir sollten wieder daherkommen. Genau. Und wir sollten jetzt hier im Raum 5... den Diamant und das Level vollendet haben und jetzt geht's zu Nummer 6. Level 6, Embryo. Oh, da müssen wir sicher an so einem Embryo herumklettern. 5, 4, 3, 2, 1, go! Go! Oh, oh! Was ist das für ein Effekt für ein komischer... Ja, Alter. Oh, Mist. So. Hui. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich mehr Glück als Verstand. Naja. Es hat nicht geklappt. Probieren wir es nochmal. Moment. Vielleicht hilft es etwas, wenn ich das Sichtfeld ein wenig erhöhe. Yes, bitches! Übelkeit! So. Das ist das Embryo und das ist hier die Nabelschnur. Wo geht denn die hin? Keine Ahnung. Aber das schaut schon irgendwie cool aus. Mit dem Mond und so. Naja. Ah, hier könnte man auch reinhupfen oder draufhupfen. Die Sache ist es nur, wo ist hier der Ausgang? Ist der dort etwa? Oder wo? Stelle ich mich gerade wieder so dämlich an? Oh, dort unten, wie es scheint. Tack. Ah, und da ist es, da ist für einen Diamanten. Okay. Sprungverstärkungsresistenz, okay. Die Sache ist, ich werde probieren, da drauf zu springen. Und daher... dort wird es sein, dort drüben. Hui! Ja, da wird es sicherlich sein, die Truhe. Schauen wir, ob ich recht habe. Ah, wir können da auf jeden Fall rein. So schaut es im Körper eines Embryos aus. Oder im Kopf, besser gesagt. Spannend, spannend. Und der Diamant gehört uns. Blub, blub. Blub. Und hoch mit uns. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir ohne größere Zwischenfälle, sage ich einmal, wieder runterkommen. Das kann was werden. Hol. Nein! Ach, fuck it. Naja, okay, immerhin. Landen wir eh hier. Ja. Gut, und dann direkt wieder zurück. Blub. Und Level 6 ist auch erledigt. Dann jetzt Level 7. What? Okay. Brain. Also das Gehirn. Gut, dann starten wir erst einmal. Wow. 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 Okay, Moment. Ich muss mal kurz Time Set 0 machen. Und jetzt schauen wir. Da ist das Ding. Da glaube ich irgendwo. Nach rechts
Oh Mist. Schade, dass wir uns nicht irgendwie verlangsamen können. Dann nach links. Nein. Nee, ich glaube, da können wir nur nachher mit der Sprungverstärkung und der Resistenz hin. Ich glaube, so wird das absolut nichts. Nein. Gut, dann wo lang probieren wir jetzt? Ich stelle mich auf jeden Fall da in die Ecke. Nein! Shit! Da wollte ich ganz gechillt da durchtauchen. Hat aber dann doch nicht funktioniert. Boah. Mich schnupfelt seit. Ja, ja. Sehr schön. Was für ein geiler Scheiß. Ah nee, ich glaube, wir müssen da durch dieses kleine Löchlein. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder geht es auch da? Nein, Mist, das geht, da wird es gar nicht gehen. Moment, ich probiere jetzt mal Folgendes. Ich gehe hier einmal Grafikeinstellungen GUI klein. So, und jetzt schauen wir mal. Da probiere ich rein, oder? Ja, weiter nach unten. Ja, yeah, so ging's doch. So hat es doch funktioniert. Toll. Gut, jetzt hier mit dem Teil. Hui! Bumm. Okay. Moment kurz. Nein, das schneide ich jetzt absichtlich nicht raus, weil das so schön war. Nein, nein, wo ist es? Wo ist es? Oh Gott, soll ich mich jetzt wirklich versuchen, da hochzuhangeln? Nee. Ich glaube, das ist doof. Was? Na gut. Auch wurscht. Ja, super. Toll. Ganz schön. Wunderbar. Wer ist mit... Hier! Nein. Hier! Nein. Nee, 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 nee. Wo war denn das nochmal? Wie wäre es, wenn wir probieren, hierher zu laufen? Nein, das ist auch schlecht. Wir haben ja eigentlich nur hier dieses als Ausgangsbasis. Wie wäre es, wenn wir ganz hier rüberlaufen und da versuchen reinzuspringen? Gut. 3, 2, 1. Mist. Hat nicht funktioniert. So ein Scheiß. Na gut, dann lassen wir den Diamanten hier erst einmal. Außen vor. Aber ich habe gesehen, dort hinten stand etwas an der Tür. Hier stand nämlich Find all diamonds to unlock the bonus level. Ich weiß nicht, ob ich das dann mal offscreen machen werde. Aber eventuell. Level 8. Dimension Jumper. Be fast. Dimension Jumper ist eine eigene Map von BigGree übrigens. Die ist ziemlich cool. Cool. Wow! Ja und? Hey, das schaut aber echt cool aus. Wow!
Okay. Gut, ich lasse das ja schon. Oder nein. Einmal probier ich's noch. Wow. Wow, nein. Shit. Aber das schaut cool aus. Das muss man dem Bigree echt lassen. Der versteht es, eindrucksvolle Sachen zu machen. So, jetzt... Nein, Mist. Gut, nochmal schnell da drüber springen. Und Level 8 Dimension Jumper. Ah nein, das hier ist das Level. Ach shit, ich dachte, es wäre nur eine Spielerei, aber gut. Für eine Spielerei wäre das ja fast ein wenig aufwendig, selbst für Bigree. So, ganz schnell, ganz schnell. Sehr schön. Wunderbar. Wo da der Diamant sein soll, weiß ich nicht. Wow! Ho, ho. Aber immerhin 4 Diamanten haben wir. Na gut, bei inzwischen 8 Level ist das nicht besonders viel, aber naja. Es geht, Level 9. Komplette Dunkelheit, oder was? Ich hab doch auf hell gestellt, oder? Jo. Na gut, ist halt so dunkel. Was steht da? Beetlejuice. Okay. Also, Käfersaft. Oh! Nein, nein. Ja, ja, mittendurch. Shit. Das war grad heftig. Wie das auf einmal erschienen ist. Naja. Da. Das war cool. Muss ich zugeben. Das war echt geil. Ist da das, was ich halte? Ja, da ist ein Weg. Bitte? Hallo? Verarschst du mich jetzt gerade? Nee, da ist ein Weg. Ohne Zaun am Ende. Okay, Moment kurz. Dafür drehe ich mal ganz kurz die... Nein, die Gamma meines Bildschirms wollte ich gerade hochdrehen. Die ist schon ganz oben. Ach, fuck. Gut. Das heißt, ihr seht jetzt in etwa so viel wie ich. Wenn ihr euren Bildschirm halbwegs hell gestellt habt. Okay, ich dachte schon mal, kann da absaufen. Wäre ein wenig unfair gewesen. Oder ist es jetzt ernst gemeint, dass wir da in die Mitte hätten hinkommen müssen? Oder? Aber hier ist doch auch gar kein Knopf, oder? Doch, dort hinten. Ja, meine Scheiße. Und jetzt? Jetzt sollen wir hier saufen, oder was? Ja, von mir aus. Blub, blub, blub. Das hätte ich mir ein bisschen besser gelöst vorgestellt. Aber okay, wir müssen scheinbar in eine bestimmte Ecke springen, sonst... Warum mache ich das eigentlich nicht einfach so? Slash kill. So. Gut, das heißt, wir müssen in einer bestimmten Ecke landen, sonst... Futsch. Wahrscheinlich die rechte untere. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Jo.
Jo, schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Okay. Wahrscheinlich müssen wir dadurch da hoch. Okay, dann nicht oder nicht sofort. Okay, irgendwie will das nicht so recht. Jo, und jetzt? Gibt es hier vielleicht noch irgendwo einen Schalter? Oder? Ja, es hat doch geklappt, oder? War das jetzt richtig so? Ich hoffe. Ich hoffe mal inständig, dass das so geplant war. Oder? Schaut zumindest nicht ganz falsch aus. Und nein, ich weiß hier wirklich überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Das ist einfach mit dem Schwarz-Weiß und so. Alles einfach nur Bullshit eigentlich. Wobei diese Sprunghilfen hat er ja bis jetzt immer nur gehabt, wenn ein Diamant im Spiel war. Was er es bisher noch nicht war hier jetzt. Oder ist da ein Loch, was vorher nicht da war, wo es aber... Okay, irgendwie bin ich gerade so verpeilt. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich werde jetzt hier in der nächsten Folge ein bisschen weiter umsuchen, aber ja, so, nee. Gut, dann würde ich sagen, ich stelle mich mal hier ein bisschen ins Licht, damit ihr was seht. Und verabschiede mich auch für diese Folge. Und beim nächsten Mal werden wir dann schauen, wo es hier überhaupt rausgeht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.